Ja, willkommen zurück zu Let's Play Scarface. The world is yours mit dem Schokobomber. So, beim letzten Mal haben wir, ne, die Rennen absolviert. Genau, in North Beach. Und ja, die Elite ist noch hier. Das ist die letzte Gang, die müssen wir töten. In der Hoffnung, genug Geld daraus zu schlagen. Aber wir brauchen auch Drogen zum Vertrieb, denn die bringen, glaube ich, richtig Geld. Also, nicht glaube, ich weiß es. Dazu würde ich sagen, gehen wir erstmal auf die Business-Seite und ja, wählen irgendwie Leute an, aber wir haben hier nur kleine Lieferanten. Our business, man. Aber es macht ja Here we eigentlich go. nichts. Reden wir halt mit dem kleinen Lieferanten. Mal gucken, was die so bringen. Hey, do I give a Obwohl die fuck? Großen eigentlich mehr bringen. Also deswegen, ich will eigentlich mehr so die Großlieferanten damit freischalten. Wie gesagt, die Kleinen, die bringen nicht viel. Die Großen, die kann man in den Tarnfilm vertreiben. Also die Großen, ja, kann man dann die Drohungen distributieren in den Tarnfilm. Diese Kleinen, die lohnen sich dafür nicht. Aber gut, die Bullen kommen mir auch angefahren. Deswegen will ich das hier schnell über die Bühne kriegen. What the fuck? Your fucking mama's apron string going break on your Ming. Ja, komm. That's good. Keep it up, man. Okay. Take it and be gone. 700 Tacken. Ja, okay. So, ja, Gangdruck 0, das ist sehr gut. Jetzt können wir den Kram nämlich auch verkaufen. Also müssen wir uns nur auch erstmal die Cops da auf der Karte loswerden. Die Karre wird zwar gesucht, aber wir nehmen sie einfach. Sondern würde ich sagen, fahren wir mal zu unseren Tarnfirmen. Verkaufen die 700G. Ist erschreckend wenig, 700 Gramm, aber gut. Also jetzt für kleine Händler. Wir brauchen die richtig großen Händler. Für, keine Ahnung, 5 oder 10 Kilo. Und wenn man das vertreibt, kriegt man massig Schotter. So. Verkaufen wir es in der Trattoria hier. Schön auf der Pizza legen, dass es so weiße Zeug in den Käse mischen. So, 102% Nachfrage. Hey. Das ist doch gut. So, jetzt müssen wir irgendwelche besseren Dealer finden. Oder Händler. So, wir haben noch Felix Tipps. Ja gut, dann würde ich sagen, befolgen wir die mal. Felix, what's the deal? So, müssen sie Dutchies treffen. Machen wir erstmal, reden wir mit denen ja mal. Okay, das sind Frauen. So, wir müssen die Duchess, dem Freund von den Duchess, treffen und die beschützen. Das ist natürlich eine Tante. Na, egal. So, fahren wir mal dahin. Weil durch Felix Tipps, wie gesagt, schalten wir die Großlieferanten frei. Und dazu müssen wir die auch erstmal, ja. Ja, freischalten halt, ne? Durch die Mission halt. So, wo sind sie denn? Fahren wir hier beim Sunway lang. Okay, da kommen sie schon. So, stell ich mal vor die. Oh Mann, es wird bestimmt nicht einfach. Okay, die Tante ist tot. Das ist schlecht. Heißt, die Mission ist fehlgeschlagen. Gut, dann müssen wir halt einen neuen Tipp holen. Diese Beschützermissionen sind nicht meist einfach. So.
Ja, einmal da hinten und einmal. Nee, wir nehmen den hier. Okay. Den Text lese ich mir eigentlich nie so wirklich durch. Da stehen meist nur so kleine Geschichten. Unnötige Infos eigentlich. Die Missionen sind meist eh so ein bisschen random. Und ja, jetzt sollen wir uns mit Bush, ja, mit hier korrupten Bullen treffen. Dann machen wir das doch mal. Hey, so. Look over here, Donut. What? Where? Okay, wir sollen eine Lieferung machen. Okay. Gucken wir mal. Brauchen unbedingt hier die großen Lieferanten. Brauchen die Knete von den Händlern. So. Wo ist denn die Lieferung? Vorne bei der Bank da in der Nähe. So, dann hier rum. Okay. Was soll hier sein? Sollten nur was abliefern, okay. Wie lausig, könnte man schon sagen. Jetzt warten sie hinter am Sunway Hotel, okay. Der dem Hotel, was Tony nicht so mag, ne? Was ich aber auch ziemlich nachvollziehen kann. So. Na dann gib mal Knete. Shit ass fuck. Du shit ass fuck. Ja, ein bisschen Ruf. Und ja, eine nicht ganz unbeachtliche Summe Geld. Jetzt Lieferanten. Großlieferanten, bitte. Ja, für 250 Riesen. So sieht das aus. We gotta stay hungry, Felix. Come on. We gotta move now. Okay. How about this one, Tony? Das dürfen wir jetzt aber nicht verkacken, so wie das eine Mal. Okay. So. Das wäre nämlich höchst ärgerlich, wenn wir es wieder verkacken, weil das ist eine Menge Geld, eine Menge Drogen, die wir schön vertreiben können. Damit können wir richtig viel Geld scheffeln. Das darf jetzt nicht schief gehen. So, wo ist denn der Steg? Ich meine hier runter. Genau. So, zu meinem Wasserflugzeug. Okay, dann mal los. Dürfen wir dieses, ne, dieses Kreisteil hier nicht verkacken. Der Deal darf nicht fehlschlagen. So, treffen wir den mal. Und dealen wir. Okay. 20 Kilo. Besser als nichts. 20 Kilo, das ist eine reiche Summe an Drogen. So, jetzt müssen wir die Drogen heil nach Miami schaffen. 20 Kilo, ey. Alter Vater. Wenn wir die vertreiben würden, ne? Okay, wir brauchen ein gutes, aber auch gepanzertes Boot. Das hat wenig Panzerung. Ich wollte ja sagen, wir nehmen das Zigarettenboot. Das hat von allen ein bisschen was. Ja. Ist ja auch ein Schmugglerboot. So. Wir dürfen nicht in die Nähe der Piraten kommen. Das wäre nämlich schlecht. Das Zeug muss zu den oder zu einem Lagerhaus. So, diesmal halte ich mich fern von den Schiffen, die ich hier auf den See schippern sehe. Das Ding ist, man sieht die erst sehr spät. Okay, da vorne sehe ich wieder eins. Ich hätte mir noch MG-Patronen kaufen müssen.
Cheat, cheat, cheat. Okay, da freuen sich wieder welche. Fahren wir in den Felsen lang. Ich habe keinen Bock, die 20 Kilo zu verlieren. 30 wäre natürlich auch schön gewesen, aber gut, ne? 20 Kilo ist auch eine Menge Geld, also die man damit machen kann. Die blöden Piraten, die nerven ganz schön. Ich komme nicht schnell genug von denen weg. Wir müssen raus aus diesem Inselgebiet, ey. Überall Schiffe. So. Momentan sehe ich keine Boote. Doch, da vorne. Momentan sind wir auf dem richtigen Weg nach Miami. Das war eine Boje. 20 Kilo, ey. Meine Güte. So, vorne sehe ich ein Boot. So, Inseln verlassen. Wo bringen wir es hin? Da unten? Ja, ich würde sagen, da unten. Fahren wir erst. Ja, bringen wir es nach da unten in eine Storage. Also ins Lagerhaus. Okay, Küstenwache. Dürfen wir uns nicht erwischen lassen. Ja, und wenn wir es dann in der Lagerhütte haben, schnappen wir uns am besten eine gute, schnelle, gepanzerte Karre. Müssen wir mal gucken, welche wir dann nehmen. Darf auch nicht zu langsam sein. So, ja, immer schön fernhalten. Fahren wir hier mal ein bisschen zwischen den Containerschiffen lang. Ne, jetzt sind die im Hafen, ne? Fuck. So. Das hätten wir eingeliefert. Perfekt. Jetzt müssen wir es nur noch ausliefern. Jo. Das ist gut. Ich würde ja sagen, ich guck mal, ob wir noch einen Zulieferer haben. Okay, nee, haben zurzeit nur Distribution. Naja, vertreiben wir erstmal, gucken wir dann, was wir noch so machen können. So, 20 Kilo. Miami Distribution. So, welche Karre nehmen wir? Das ist jetzt die Frage. Die ist natürlich gut gepanzert, ein bisschen besser als der auf jeden Fall. Der ist langsam. Nee. Okay, den können wir mal reparieren eben. Die sind aber alle nicht so gut gepanzert. Der ist zu langsam. Der ist auch nicht so. Nee. Die sind alle nicht so gut gepanzert. Der Fastback, der ist natürlich schon ein bisschen. Nee, die Jeeps nicht. Na komm, wir nehmen den, wir da hatten, diesen. Den hier, würde ich sagen. Den Puma. Und dann legen wir mal los. Liefern den Scheiß aus. 20 Kilo, ey. Mann, das gibt Knete, ey. So, O'Grady's Liquor Store. Oha, bringt uns 1 Million noch was. Allein der Liquor Store. Wir haben eine Menge Tarnfirmen, ne? Das müsst ihr bedenken. Jetzt rechnet noch mal ein Drittel drauf, dann habt ihr einen Preis von 30 Kilo, ey. Das ist nicht schlecht. So, noch 1 Million drauf. Natürlich Nachteil dadurch, ne? Der Gangdruck, der steigt, aber meine Güte, die Millionen sind's wert. So. Natürlich mit steigendem Gangdruck werden sie versuchen, uns aufzuhalten. Aber ich beeile mich. Deswegen will ich auch eine Karre, die gut gepanzert ist und schnell ist. So, der Babylon Club bringt immer extra viel. Der hat immer so einen hohen Umsatz. 202 Millionen. Ja. Ja, habt ihr gesehen. Ich habe natürlich die falsche Zahl gesagt.
So, Fiddles, Records. Das war manchmal auch die Karre, in dem wir Alfonso getötet haben, ne? Alfonso Diaz. So, dann jetzt nach Cabana Siga. Okay, ich wurde schon wieder gefunden von den Gangs. Okay. Oh, da sind sie schon. Oha, die haben Granatwerfer. Das ist natürlich nicht schön. Müssen wir die Karre bei Gelegenheit mal wieder reparieren, sonst... Die darf nicht kaputt gehen, sonst ist die Knete weg. Und ihr seht die Summe da oben, die wir haben. So. Dann Oakley Driven. 1,4. Dann jetzt zur Pedros Pawn Shop. Der natürlich jetzt angegriffen wird, das war klar. Hau ab da, Mensch. So. Räumen wir hier mal auf. So. Es sind 9 Leute, okay. So. 6 Stück. Oder vielmehr 3 noch. Ich würde sagen, ich steige schon mal wieder ins Auto ein. Hier lede ich dann aus dem Auto raus. So, komm mit. Zack. Das sind noch die letzten. Okay, okay, okay. Okay, das Ding ist kaputt, können wir erneuern. Sauber, gut geschossen. Gut gemacht. Das ist ein Kumpel, auf den man vertrauen kann. So, da hinten liegt die Knete. Mensch, mach einen Abgang. Ich muss es hier. Okay. Jetzt ab zur Bank damit. Jo! Jetzt können wir uns die Hotels locker kaufen. Das war eine Verteilung. So. 9 Millionen Zeug. Ja, das sollten wir wirklich, aber ich riskiere es, dass wir es lieber nicht machen. Ich fahre jetzt gleich los und kaufe die Hotels. Weil dann brauchen wir es nicht waschen und umso weniger Geld geht dadurch verloren. Einfache Rechnung, ne? Ich meine, stellt euch vor, 10% abdrücken, das ist 1 Million. Das ist mir zu viel Geld. So, ja, aber so macht man Geld im Scarface. Drogen vertreiben. So, alle hopp. Ja, und 10 Millionen in einem so einem One ist nicht schlecht. Also für 10, 20 Kilo Drogen, ne? Meine Güte. So, die Karre ist eigentlich jetzt egal, ne? Da ist ja kein Geld mehr drin. So. Och. Geht das nicht kaputt? Ich habe Erinnerung, dass man das immer kaputt ballern konnte, das Schild da. So. Wie sieht es mit dem Druck aus? Okay, das ist jetzt zwar zur Hälfte voll, aber... Mein Gott, wir haben 10 Millionen! Vor allem einfach mal so in der Tasche. Das wäre jetzt richtig mies, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwie, ja, auf irgendeine Weise man sterben würde. 10 Millionen weg. Eigentlich wäre es ja nur 250.000 Dollar. Nur damit haben wir ja die Drogen gekauft und die haben wir umgesetzt. Also, ne? So, ja, erstmal hier, Swan's Song Hotel. Kaufen wir. Cash Bar dabei. So, hier, 5 Mille. Klung. Bam.